4 Museen für einen Eintrittspreis geöffnet bis um Mitternacht. Am Wochenende hat zum zweiten Mal die lange Nacht der Museen stattgefunden, an der sich Stadtmuseum, Karl-Marx-Haus, Landes- und Bischöfliches Museum beteiligten. Sie zeigten nicht nur ihre Ausstellungen, sondern hatten ein umfangreiches Sonderprogramm zusammengestellt. Zahlreiche Führungen und viel Musik gab es in allen Häusern, wie im Geburtshaus von Karl Marx in der Brückenstraße. Im Studienzentrum Karl-Marx-Haus gab es die Fotoausstellung Bratislava August 1968 zu sehen, eine Dokumentation der Niederschlagung des Prager Frühlings. Im Bischöflichen Museum erfuhren die Besucher Näheres zu den berühmten konstantinischen Deckengemälden, zu ihrer Bedeutung und wie sie nach ihrer Auffindung als Puzzle mit tausenden von Teilen rekonstruiert wurden. Im Stadtmuseum an der Porta Nigra wurden die Besucher selbst zum Kunstwerk, zu Tableau Vivant, zu Deutsch zu lebenden Gemälden. Unter Anleitung der Mitarbeiter stellten sie Gemälde nach. Im Rheinischen Landesmuseum an der Weimarer Allee drängten sich die Besucher im Erdgeschoss und entlang der Treppe, um den Auftritt der Schauspieler Barbara Ullmann und Michael Ophelders zu sehen. Ich Tarzan, du Jane hieß ihr Programm und die beiden präsentierten Texte und Chansons. Jeder Besucher hatte sein eigenes Highlight, doch insgesamt wurde die Museumsnacht positiv aufgenommen. Ja, es hat uns sehr gut gefallen, insbesondere die Schwarz-Weiß-Fotos von Roswitha Krause. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Und dieses Angebot sollte einfach jeder nutzen, der es kann. Und ich werde im nächsten Jahr wieder dabei sein. Ich war froh, schon bei der Konstantin-Ausstellung dabei zu sein. Und da wurde ich darauf aufmerksam. Und jetzt habe ich es so richtig bewusst nochmal erlebt. Und muss sagen, sie haben sich alle sehr bemüht. Es war also sehr, sehr vom kulturellen sowieso und kulinarischen Angebot. Es war eine wunderschöne Geschichte. Also ich war froh, dabei gewesen zu sein. Zufrieden waren am Ende auch die Museen. Mehr als 5000 Besucher hatten das Angebot der 4 Häuser genutzt.